Geschwister hier in Uelsen, ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu können, auch über die Anwesenheit einiger niederländischer Gäste. Das Thema heute Abend ist Jüngerschaft oder Nachfolge im 21. Jahrhundert. Und wenn wir von Jüngersein reden, dann reden wir von Christsein. Christsein heißt Jüngersein. Die Begriffe Jünger oder Nachfolge und Christ, die sind im Neuen Testament austauschbar. Die bedeuten ein und das Gleiche. Es war in der syrischen Stadt Antiochia, dass die Jünger zuerst Christen genannt wurden, wie wir in der Apostelgeschichte lesen, dass die Jünger Christen genannt wurden. Und Jünger zu sein, das heißt, mit Jesus unterwegs zu sein, das heißt, bei Jesus zu sein. So beginnt auch unser Text. Da heißt es gleich im zweiten Vers, und Jesus und seine Jünger zogen weg in die Dörfer bei Caesarea Philippi und unterwegs oder auf dem Weg, wie es in einigen Übersetzungen heißt, fragte er seine Jünger. Also Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und es ist interessant, dass dieses Wort unterwegs oder auf dem Weg wie eine Art Refrain wird im zweiten Teil des Markus-Evangeliums. Immer wieder lesen wir davon, dass Jesus mit seinen Jüngern oder die Jünger mit Jesus unterwegs waren. Sie hatten Gemeinschaft mit ihm. Die Gemeinschaft, die Jesus mit seinen Jüngern hatte, war viel enger, als sie zwischen den Schülern anderer jüdischer Rabbis seiner Zeit war. Jesus hat eine Lebensgemeinschaft mit seinen Jüngern, mit seinen Schülern, mit seinen Nachfolgern gegründet und erhalten. Die Jünger, die folgten Jesus auf Schritt und Tritt nach. Sie waren immer bei Jesus. Sie waren immer bei ihm, hatten Gemeinschaft mit ihm. Ein Jünger, der sucht Jesus jeden Tag, der hat jeden Tag Gemeinschaft mit Jesus, kommt sozusagen nicht nur dreimal im Jahr in den Gottesdienst, Weihnachten, Ostern und zu einer Beerdigung. Ein Jünger hat immer Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist auch mein erster Gedanke für heute Abend, nämlich das Herz der Jüngerschaft ist bei Jesus sein. Das Herz der Jüngerschaft bei Jesus sein. Und es ist interessant, dass dieses Bild des Lebensweges, dass das eigentlich auch das ganze Markus-Evangelium als Ganzes ein Stück prägt. Warum hat das Markus-Evangelium so eine kurze Form? Es beginnt ohne den Geburtsbericht Jesu, es beginnt direkt mit der Taufe eigentlich, mit seiner Taufe, mit der Berufung der Jünger und dann mit dem Dienst und dem Leiden. Und es endet dann zum Schluss ziemlich abrupt eigentlich mit der Ankündigung, dass Jesus auferstanden ist, aber ohne dass man ihn eigentlich sieht. Ohne dass man etwas sieht. Und in gewisser Weise zeichnet das einen Lebensweg nach, auch unseren Lebensweg, der beginnt als Christen mit der Taufe, der führt in die Jüngerschaft und in der Gemeinschaft mit Jesus auch in den Dienst und in den Druck und in das Leiden des Dienstes. Und der endet hier auf dieser Erde mit dem Tod, ohne dass wir Christus sehen. Wir sehen ihn, wenn er wiederkommt oder wenn wir zu ihm gehen. Das Markus-Evangelium selber hat also in gewisser Weise diese Form des mit Jesus auf dem Weg sein. Es hat so eine biografische Form. Ja, und genau darin zeigt sich auch schon, worin die eigentliche Lösung für die Probleme der Jünger, für die Nöte und Sorgen der Jünger liegt. Sie liegt nicht in irgendwelchen Programmen, nicht in irgendwelchen Dingen, die sie tun. Sie liegt einfach in der Gemeinschaft mit Jesus, dass sie bei Jesus sind, dass sie ihn erleben, dass sie ihm zuhören, dass sie ihn sehen, wie er handelt, wie er heilt, wie er lebt, dass sie sein Vorbild sehen. Das ist sozusagen Jesu Jüngerschaftsprogramm. Das macht Jesus mit ihnen. Er holt sie zu sich. Als Jesus seine Jünger berief in Kapitel 3 im Markus-Evangelium, da berief er sie mit der Absicht, hat er sie berufen, dass sie bei ihm sein sollten, dass sie ihm nahe sein sollten. Genau das ist sozusagen das Programm von Jüngerschaft. Jüngerschaft, der Prozess, wie Jesus Christus zu werden, der lebt aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Der ist auf Christus
zentriert. Zu sehen, was er getan hat, zu hören, was er gesagt hat, von ihm korrigiert zu werden, sein Vorbild zu erleben, das ist das Herzstück der Jüngerschaft. Jüngerschaft ist keine mechanische Befolgung von Regeln, keine Befolgung von bestimmten Ordnungen und Äußerlichkeiten. Wir könnten es auf die heutige Zeit übertragen und sagen, getauft sein, Kirchenmitglied sein, regelmäßig die Kirchensteuer zahlen oder den Zehnten und in der Kirchenbank sitzen, all das gute Dinge, sind aber kein Selbstzweck. Sie sind als Selbstzweck nicht genug. Es geht nicht nur darum, ein anständiger Christ zu sein. All das, was gut ist, muss ein Ausdruck von der Gemeinschaft sein, die wir mit Jesus haben. Ein Ausdruck unserer Gemeinschaft mit Jesus. Jesus selbst steht im Zentrum. Jemand, der ein Jünger Jesu wird, der wird sozusagen, der ist nicht mehr länger Hauptdarsteller in seiner eigenen Lebensgeschichte, sondern der ist jetzt Nebendarsteller in Gottes Geschichte. Er wird Nebendarsteller in Gottes Geschichte. Und das, was in den Ohren vieler eigentlich als ein schlechter Tausch, ein ruhmloser Tausch klingt, dass wir nicht länger die Hauptdarsteller sind in unserem Leben, dass sich nicht länger alles um uns dreht, das ist doch eigentlich die größte Ehre, die wir empfangen können, nämlich echte Ebenbilder Gottes zu sein. Echte Ebenbilder Gottes zu sein. Und damit will ich noch einen Schritt zurückgehen. Jünger sein heißt Christ sein schlechthin. Aber Jünger sein heißt auch im Grunde in der Bibel Mensch sein. Der Mensch war ursprünglich als ein Nachahmer, als ein Nachfolger geschaffen. So hat es schon der Kirchenvater Augustinus erkannt. Erkannt, worin der einzige Ausweg für das gefallene Bild Gottes, also den Menschen, besteht. Und ich zitiere einen längeren Abschnitt von ihm aus seinem Büchlein über die Dreieinigkeit. Da schreibt er: Auch wir sind Gottes Bild, nicht ein Bild, das Gott gleich ist, da es ja vom Vater durch den Sohn geschaffen wurde, nicht vom Vater geboren ist wie jenes, also wie Christus. Daher ist uns dieses Bild, nämlich Christus, Vorbild, ohne selber ein Vorbild zu haben. Er geht ja nicht einem nach, der ihm zum Vater voranging, von dem er niemals getrennt werden kann, da er das gleiche Sein hat wie dieser, sein Erzeuger. Also Christus hat das gleiche Sein wie der Vater. Wir hingegen ahmen vorwärtsstrebend ihn nach, der in sich verharrt. Wir gehen hinter ihm her, der stehen bleibt. In ihm wandelnd bewegen wir uns ihm entgegen. Er ist ja durch seine Niedrigkeit für uns in der Zeit der Weg geworden. Er, der durch seine Gottnatur für uns die bleibende Stätte in der Ewigkeit ist. Um sich auch dem gefallenen Menschen, der wegen seiner sündhaften Unreinheit und wegen seiner zur Strafe über ihn verhängten Sterblichkeit Gott nicht sehen konnte, als Vorbild der Rückkehr darzubieten. Also Christus ist das Vorbild der Rückkehr. Deshalb hat er sich selbst erniedrigt, nicht indem er seine Gottheit wandelte, sondern indem er unsere Wandelbarkeit annahm. Indem er Knechtsgestalt annahm, kam er zu uns in diese Welt, er, der schon in dieser Welt war, weil die Welt durch ihn geworden ist. Weil nämlich der Mensch, um zu seiner Seligkeit zu gelangen, nur Gott nachfolgen durfte. Gott aber nicht sehen konnte, deshalb sollte er dem Mensch gewordenen Gott nachfolgen. Dadurch zugleich jenem nachfolgend, den er sehen konnte, und jenem, dem er nachfolgen musste. Wollen wir also ihn lieben und ihm anhangen in der Kraft der Liebe, die durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, in unsere Herzen ausgegossen ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Augustinus sagt, dass wir als Ebenbilder Gottes geschaffen wurden, bedeutet, wir wurden geschaffen, um wie Gott zu sein. Nicht um Gott zu sein, sondern um wie Gott zu sein, um Gott nachzuahmen. Nicht um Gott zu kopieren oder duplizieren, sondern um Gott nachzuahmen. In dem, was Gott getan hat, sollten auch wir Frieden finden. Wir sehen gleich im Schöpfungsbericht schon, wie Gott arbeitet, wie er handelt, wie er benennt, wie er ruht und wie er all das dem Menschen als einen Auftrag gibt, um zu handeln. Wir brauchen aber Jesus Christus,
seit dem Sündenfall. Wir brauchen das wahre Ebenbild Gottes, weil wir eben Gott nicht mehr erkennen können. Weil wir Gott nicht mehr erkennen können und weil wir ihn nicht mehr anbeten können. Aber beides brauchen wir. Wir brauchen den Gott, den wir anbeten und dem wir auch nachfolgen, dem wir nachahmen. Denn wie es in den Psalmen heißt, wir werden, was wir anbeten. Wir werden, was wir anbeten. So heißt es zum Beispiel im Psalm 115, Vers 8. Die Götzendiener, die tote Götzen anbeten, sie sterben selbst, geistlich und zuletzt auch tatsächlich. Wir werden, was wir anbeten. Oder anders gesagt, wir ähneln dem, was wir verehren, was wir lieben. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess. Gott hat es in die Schöpfung gelegt, dass jeder Mensch ein Nachahmer ist, dass jeder ein Nachfolger ist. Wir alle, das machen wir, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, wir alle ahmen das nach, was uns umgibt, was wir sehen oder hören. Wir alle folgen irgendwelchen Menschen, folgen Vorbildern, entweder zum Guten oder zum Schlechten. Und das sehen wir auch gerade in unserer Gesellschaft. In unserer Gesellschaft wird das auf so paradoxe Weise deutlich, wo eigentlich unter dem Werbeslogan, dass jeder einzigartig ist, am Ende alle gleich aussehen, die gleichen Marken, die gleiche Kleidung tragen, die gleichen Produkte kaufen, die gleiche Musik hören und so weiter und so fort, das gleiche Verhalten an den Tag legen. Gott hat es so gemacht, dass jeder Mensch ein Nachahmer ist. Ein Nachahmer und zugleich eben auch das ausstrahlt, was er anbetet. Und wenn wir Gott anbeten, dann können wir ihn, nur wenn wir Gott anbeten können, können wir ihn nachahmen. Denn genauso hat uns Gott eben ursprünglich geschaffen. Und allein das gelingt uns allein in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, mit dem Gott, den wir sehen können, den wir hören können, dem wir tatsächlich nachfolgen können. Und was geschieht eigentlich in dieser Gemeinschaft mit Jesus Christus? Was geschieht darin, abgesehen davon, dass die Jünger Jesus sehen und ihn hören? Jesus hinterfragt seine Jünger. Er ruft sie in eine Gemeinschaft mit sich, und je länger sie in dieser Gemeinschaft sind, desto mehr fragen sie sich, kommen sie ins Fragen, wer dieser Jesus eigentlich ist. Zum Beispiel bei der Gelegenheit der Sturmstillung im See Genezareth. Als Jesus den Sturm stillt mit einigen wenigen Worten und den Wind stoppt, da gerieten die Jünger in Furcht und sie fragten sich, wer ist dieser, dass ihm auch Wind und Meer gehorsam sind. Sie fragen sich, wer Jesus ist. Sie sind erstaunt über seine Vollmacht, und das finden sie am Anfang noch ganz großartig, noch ganz toll. Sie denken, wenn sie Jesus nachfolgen, dann sind sie auf der Siegerstraße. Jesus ist der Held der Menge, der Held der Masse. Und da ist es sicherlich nur wunderbar, wenn sie auch zu Jesus gehören. Sie werden sicherlich auch einen Platz auf dem Siegespodest erhalten. Und erst je länger sie wirklich in der Gemeinschaft mit Jesus sind, desto mehr werden sie mit ihren eigenen Fehlern, mit ihrem eigenen Unglauben, mit ihren eigenen Mängeln konfrontiert. Und Jesus ist dann doch ganz anders, als sie das am Anfang dachten. Die Jünger fragen sich, wer Jesus ist, und Jesus konfrontiert sie auch. Er hinterfragt sie, in unserem Abschnitt, für wen haltet ihr mich? Ja, Jesus interessiert sich nicht wirklich so sehr darüber, wofür die Leute ihn halten. Dass die Menschen ihn missverstehen, das ist klar. Jesus will seine Jünger hinterfragen. Der Kontrast zwischen dem, was sie über Jesus und über Gott und über sich selbst denken, und dem, was Jesus ihnen zu sagen hat über sich selbst, über die Jünger und über Gott. Dieser Kontrast, der kommt in unserem Text sehr gut zum Ausdruck. Zuerst lüftet Petrus dieses Geheimnis, wer Jesus eigentlich ist, nämlich der Messias Gottes, der Gesalbte Gottes, der König, der gekommen ist, um Gottes Reich zu bringen, Gottes Herrschaft zu bringen. Petrus lüftet dieses Geheimnis nur, um im nächsten Moment von Jesus enttäuscht zu werden, dass Jesus nicht so ein König ist, wie er es vermutet hat, wie er es hofft und sich wünscht. Jesus ist ein ganz anderer König, der die Herrschaft Gottes über diese Welt auf ganz anderem Weg wiedererlangt.
und durchsetzt. Einer, der durch den Tod am Kreuz den Sieg erringt. Und das Vorbild des Lebens, das er für seine Jünger zu bieten hat, ist eben nicht Siegerstraße und Ehre und Ruhm in dieser Welt, wie sich die Jünger das am Anfang vielleicht gedacht haben, sondern es ist Kreuztragen. Jesus zeigt ihnen, dass seine Sendung ihn ans Kreuz bringen würde und auch den Jüngern ein Kreuz aufgibt. Sie dachten, sie können sich im Licht Jesu sonnen sozusagen, und Jesus macht ihnen deutlich, dass sein Licht auf Golgatha am Kreuz am hellsten scheint. Aber das, was die Jünger auszeichnet, trotz aller Mängel, trotz allem Unverständnis und Unglauben, ist, dass sie diejenigen sind, die bei Jesus sind. Das sind nicht die Pharisäer, das sind die Jünger. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Der erste war bei das Herz der Jüngerschaft, bei Jesus sein. Jetzt der zweite, das Geschehen der Jüngerschaft. Also was sich darin eigentlich ereignet, nämlich wie Jesus werden. Ja, und Jesus muss Petrus in die Schranken verweisen. Er muss Petrus in die Schranken verweisen, denn der Jünger darf dem Meister nicht vorausgehen, sondern der Jünger soll hinter dem Meister hergehen. Er soll dem Meister folgen. Und so sagt Jesus ihm, geh hinter mich, nicht mir voraus. Ich denke, das hat auch mit uns zu tun. Das ist bei uns genauso. Nicht nur kennen auch wir den Weg unseres Lebens nicht, als wir begonnen haben, Jesus zu glauben, Jesus zu folgen, wussten wir nicht, wo die Reise hingeht, durch wie viel harte Wegstrecken uns Jesus führt, durch wie viel Not und Leid er, wie viel Not und Leid er uns auch zumutet, wie viele Herausforderungen. Allein der Meister kennt den Weg, allein Jesus kennt den Weg. Und auch wir müssen lernen, dass wir alle unsere eigensinnigen Ideen von Jesus haben, von Gott haben, die wir nur allzu gern auf Gott projizieren. Jeder Mensch liest Jesus zuerst einmal durch seine eigene Linse. Auch wir stehen in der Gefahr, Jesus aus unserem Kontext zu verstehen. Einen Jesus, den wir brauchen, zum Messias unserer eigenen Wünsche und Hoffnungen ihn zu machen, statt ihn im Kontext des Alten Testaments zu verstehen, im Kontext dessen, wer er wirklich ist, wo er herkommt. Und wenn Jesus seine Jünger fragt, für wen sie ihn halten, dann stellt er ihnen im Grunde zwei Fragen, nämlich für wen sie sich selbst halten und für wen sie Gott halten. Und Jesus will dabei keine Informationen einfach von ihnen haben, sondern Jesus will in ihnen einen Prozess des Selbsthinterfragens einleiten. Jesus will, wie es ein Autor nennt, in ihnen eine Doppelkrise heraufführen, nämlich die Krise ihrer Selbsterkenntnis und eine Krise ihrer Gotteserkenntnis. Er will ihnen deutlich machen, dass sie in ihrem Innersten, und so sagt Petrus das direkt, dass sie in ihrem Innersten für ihr Leben eigentlich eigene Pläne haben und nicht bereit sind, Jesus zu folgen. In ihrem Innersten wollen sie doch unabhängig von Gott sein. Und nicht nur haben sie für sich eigene Pläne, sie haben sogar Pläne für Jesus. Sie haben sogar Pläne für Gott, was Gott am besten tun sollte. Und dabei erkennen sie gar nicht, dass sie eigentlich in ihren Sünden gebunden sind. Sie erkennen gar nicht ihre menschlich allzu menschliche Sicht von Gott. Sie merken gar nicht, dass sie eigentlich verblendet sind, dass sie umgeben sind von einer Wolke von Fehleinschätzungen, die sie zu falschen Ergebnissen über Gott und über sich selbst führt. Und es ist doch interessant, wie sehr die satanische Welt und das Treiben des Teufels und unsere eigene Autonomie, unser Wunsch, irgendwo unabhängig von Gott zu sein, hier auf erschreckende Weise zusammenkommen. Das Ziel Satans war es genauso, dass Jesus nicht ans Kreuz geht, den notwendigen Tod Jesu abzuwenden. Und das war auch der Wunsch der Jünger, dass Jesus nicht diesen Weg geht, sondern einen anderen, einen, auf dem sie groß werden.
Und im Zentrum dieses Konflikts zwischen Gott und Mensch steht die Selbstbehauptung des Menschen, der Wunsch des Menschen, autonom von Gott zu sein. Und genau das waren die Pharisäer. Sie wollten zu einer autonomen Einschätzung, zu einer eigenständigen Einschätzung über Jesus kommen. Deshalb haben sie ihn aufgefordert immer wieder, tu doch Wunder, zeig uns deine Größe und Macht, damit wir dann beurteilen können, wer du eigentlich bist. Und genau dasselbe finden wir heute und wir finden es, in unserer Gesellschaft kommt es je länger, je desto deutlicher zum Ausdruck, dieses Streben nach Autonomie, dieses sich freimachen von allen Bindungen, von allem, was früher heilig war, was heilig ist. Menschen wollen Gott beurteilen, Kraft ihrer eigenen Ratio, ihres eigenen Verstandes zu einem Urteil über Gott kommen, ohne den Angeklagten, ohne Gott selbst überhaupt zu befragen. Der Glaube an Übernatürliches, der wird in unserer Zeit in Pluralismus und Postmoderne zu einer subjektiven Erfahrung degradiert. Gott ist nur eine subjektive Erfahrung, absolute Wahrheit wird verworfen. Und im neuen Atheismus, wie er vor allem aus der englischsprachigen Welt kommt, im neuen Atheismus sehen wir einerseits die Forderung nach objektiver Gewissheit aufgrund der Wissenschaft, der Naturwissenschaften, die Forderung nach objektiver Gewissheit und andererseits steht doch ein Sinnvakuum dem gegenüber. Diese naturalistische Naturwissenschaft mit ihrem naturalistischen Wirklichkeitsverständnis führt zu einem Sinnvakuum. Man möchte absolute Wahrheit, aber Wahrheit, die keinen Sinn für das Leben gibt. Wir leben, wie es ein Autor geschrieben hat, zunehmend in einer Welt, in der unser Ich bestimmend ist und im Zentrum steht. Auf Englisch hat das jemand gesagt, wir leben nicht mehr in einer T-World, wir leben in einer I-World. Wir leben nicht mehr in einer Welt, die durch Traditionen bestimmt ist. Wir leben in einer Welt, die von unserer Selbstverwirklichung bestimmt ist. Menschen fragen sich nicht mehr, was muss ich tun, entsprechend bestimmten Maßgaben, entsprechend bestimmten Forderungen, um anständig zu sein. Wie muss ich mein Leben einrichten, dass es auch den Maßgaben, den Forderungen, die die Gesellschaft an mich stellt, die Tradition eben vorgibt, um dem zu entsprechen. Nein, Menschen fragen sich nur noch, was kann ich tun, um zufrieden zu sein, um glücklich zu sein. Wir leben in einer Welt, die mehr und mehr bestimmt wird von diesem autonomen Ich und dem Wunsch, glücklich zu sein auf dem Weg der Unabhängigkeit von Gott. Unabhängig von Gott. Wir leben zunehmend in einer Welt, in der wir eine schrankenlose, enthemmte Selbstverwirklichung finden und ja, ein Gottlos sein wollen. Ich denke, wir leben ja zunehmend in einer Welt, in der das, und das wird weitergehen, einer Welt, in der das Christentum für viele, besonders junge Menschen, überhaupt nicht mehr zur Debatte steht, überhaupt nicht mehr eine Frage ist, eine Option ist. Das Christentum gehört in eine alte Welt, in eine Welt der Traditionen und der Maßgaben, die von außen an mich herangetragen werden. Wir leben aber jetzt in einer Welt, in der ich selber sage, wo ich langgehe, was ich will und wie ich glücklich werden will. Also ich denke, diese Autonomie, die Petrus hier an den Tag legt, dieser Wunsch, irgendwo unabhängig von Gott zu sein, unabhängige Pläne von Gott zu haben, den kennen wir noch in unserer Gesellschaft und den kennen wir aber auch als Christen sehr gut. Jemand hatte mal gesagt, dass wir auch als Christen doch häufig als praktische Atheisten leben, die äußerlich fromm geprägt sind, aber die innerlich doch die Ideologie unserer Zeit inhaliert haben. Und auch wenn wir uns das wünschten, aber wir sind auch nicht immun gegenüber dem Zeitgeist. Wir sind auch nicht immun gegenüber dieser immer mehr vom Egoismus und vom Narzissmus bestimmten Welt. Immer mehr von dem, was ich eigentlich will.
Gemeinden müssen sich nach dem richten, was ich eigentlich will und nicht umgekehrt. Also wir kennen das auch als Christen, auch in unserem Leben. Auch uns sitzt die Konsumgesellschaft und vieles andere in den Knochen. Und genau diese Autonomie, diesen Wunsch nach Unabhängigkeit, der am Herzen der Menschen ruht, genau das will Jesus bloßstellen. Genau das will er bloßlegen. Und deshalb kommen die Jünger im Markus-Evangelium nicht so gut weg. Sie werden häufiger kritisiert von Jesus, als wir in den anderen Evangelien lesen. Sie werden immer wieder von ihm hinterfragt, immer wieder kritisiert er ihren Unglauben, ihr Unverständnis. Erst in Kapitel 8, einige Verse vorher, tut er das. Ist ein Höhepunkt eigentlich seiner Kritik an seinen Jüngern, als er sie vor dem Sauerteig der Pharisäer warnt und sie ihn völlig missverstehen. Sie denken, er redet über Brote und Verpflegung. Da hinterfragt er sie, er hinterfragt ihren Unglauben, ihr Unverständnis, dass sie ihn nicht verstehen wollen. Jesus will diese Autonomie in ihren Herzen bloßlegen, dieses Unverständnis von Gott. Und eben das, was die Jünger von den Pharisäern, von den Gegnern Jesu unterscheidet, das ist nicht in erster Linie ihr starker Glaube oder ihre außergewöhnliche Erkenntnis. Es ist vor allem, dass sie bei Jesus sind, dass Jesus sie zu sich gerufen hat. Die Jünger sind nicht zuerst viel besser als die Pharisäer, weil sie Bescheid wissen, weil sie einen starken Glauben haben. Nein, im Markus-Evangelium scheint es eher, dass die Jünger eben einfach nur einen Vorteil haben, sozusagen, weil Jesus sie berufen hat, weil sie bei Jesus sind. Das ist das Herz ihrer Beziehung und das ist der Ausgangspunkt ihrer Veränderung. Von dort aus geht die Veränderung. Dort vernehmen sie das Evangelium, dort sehen sie das Kreuz, dort sehen sie Jesus am Kreuz. Und eben diese Lösung für die Doppelkrise unseres verkehrten Gottesbildes, unserer gestörten Selbstwahrnehmung, die liegt göttlicherseits in der stellvertretenden Hingabe des Sohnes Gottes, des Menschensohnes, ans Kreuz, dass er für sie leidet, stirbt und wieder aufersteht. Und die Lösung für diese Doppelkrise liegt menschlicherseits im Bekenntnis der eigenen Sünde, der eigenen Gebrochenheit, im Bekenntnis eben dieses eigenen Strebens, irgendwo unabhängig von Gott sein zu wollen. Und wenn es nur in einem letzten Winkel des Herzens ist, im Bekenntnis der Sünde, im Glauben und Vertrauen auf Jesus Christus, in dem Bewusstsein der vollkommenen Abhängigkeit von Jesus Christus, dass wir vollkommen von ihm abhängig sind. Genau das macht Jesus Petrus deutlich. Und so wird Petrus sich verändern und am Ende seines Lebens wird er einer sein, der so vollkommen abhängig von Jesus ist. Jesus wird ihn über den Kurs seines Lebens so verändern, dass er am Ende willig selber in den Tod geht. So kündigt er ihm das an am Ende des Johannesevangeliums. Jesus hat Petrus tatsächlich verändert. Er hat ihn von einem gemacht, der unabhängig von Gott sein wollte, zu einem, der von ganzem Herzen abhängig von Jesus war und auf ihn vertraut hat. Auch in den schwersten Wegen. Ja, und auf diese göttliche Bloßstellung des Sünders folgt eben seine Heilung, dass Jesus seine Jünger zu sich ruft und dass er ihnen bewusst macht, er geht für ihre Schuld ans Kreuz. Er bezahlt für ihre Sünden mit seinem Leiden. Er ist derjenige, der alle Macht hat, der alle Vollmacht hat, um Krankheiten zu heilen, um Sünden zu vergeben, um Menschen zu befreien von dämonischen Mächten. Er, der alle Vollmacht hat, beweist seine Vollmacht nicht auf irgendeinem Königsthron, in irgendeiner großen Schlacht, sondern am Kreuz von Golgatha. Als er dort stirbt und seine Vollmacht, seine Gerechtigkeit, seine Reinheit beweist und ja, wieder aufersteht, den Tod überwindet. Und gerade dann, je näher die Jünger auf ihrem Weg mit Jesus ans Kreuz kommen, desto mehr stellt sich die Frage und desto stärker wird der Druck. Die Jünger fürchten sich vor dem, was in Jerusalem passiert. Und am Ende
Als Jesus ans Kreuz ging, werden auch sie auf die Probe gestellt. Auch die Jünger werden auf die Probe gestellt. Ihr Glaube wird auf die Probe gestellt. Aber die Jünger haben nicht bestanden. Sie haben nicht bestanden. Und erst dort, als sie Jesus am Kreuz erlebt haben, als sie gesehen haben, wohin Jesus eigentlich geht und als Jesus auferstanden ist und ihnen gezeigt hat, dass er den Tod überwunden hat, erst dort wurden sie auf die Probe gestellt und dort zeigt ihnen Jesus, dass er die Probe für sie bestanden hat. Er hat die Probe für uns bestanden. Das Kreuz, das wirkt im Markus-Evangelium deshalb zentraler als in den anderen Evangelien. Die drei Leidensankündigungen, die Jesus über sein Leiden sagt, wir haben heute hier eine gelesen, der Menschensohn muss vieles erleiden von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Diese drei Leidensankündigungen, die stehen ganz zentral im Markus-Evangelium. Und sie zeigen, dass sich Jüngerschaft mit allem Jesus nachfolgen am Ende und im Herzen um Jesus dreht. Es geht um Jesus, es geht darum, um sein Kreuz, es geht um sein Werk für seine Jünger, für uns. Sein Werk bringt den Frieden, sein Werk bringt die Vergebung, bringt neues Leben. Weil Jesus Christus am Kreuz für die Sünden von Petrus bezahlt hat, für seine Autonomie, für seine Verleugnung Gottes, als es darauf ankam, Verleugnung Christi. Deshalb ist Petrus frei und unschuldig, ihm wird vergeben. Er darf Jesus folgen und das ist der Anfang, dort geht es los. Davon beginnt die Jüngerschaft, vom Kreuz und von der Auferstehung. Es geht dabei um Jesus, der Menschensohn steht im Zentrum, der sich mit dem leidenden Gottesknecht aus dem Jesaja-Buch identifiziert. Er ist gekommen, um zu leiden. Er ist gekommen, um Gehorsam zu erweisen, Gehorsam bis zum Tod. Und er selber, Jesus, er wird bei ihnen sein. Er wird bei ihnen sein, auch nachdem er aufgefahren ist in den Himmel. Er wird bei ihnen sein und sie selber zu allem befähigen, was er von ihnen fordert, was er vorlebt. Das ist das Entscheidende. Als Jesus am Ende sie verlässt, lässt er sie nicht als Waisen zurück, er lässt sie nicht allein, nein, er sagt, er wird bei ihnen sein durch seinen Geist, er wird sie selber zu allem befähigen. Er wird uns zu allem befähigen, was er eigentlich von ihnen fordert, was er lehrt und vorlebt. Wir können also vielleicht ein Fazit ziehen, Nachfolge über Nachfolge oder Jüngerschaft, was das heißt, der Neutestamentler Hans Beyer hat ganz treffend geschrieben, Nachfolge ist praktizierte Christusabhängigkeit, ist gelebte Christusabhängigkeit und Prägung durch Jesus. Als diejenigen, die Jesus nachfolgen und bei ihm sind, werden wir von ihm geprägt, von ihm verändert, in seiner Nähe, durch sein Wort, durch seinen Geist. Nachfolge konzentriert sich nicht nur auf äußere Verhaltensmaßstäbe und unser äußeres Verhalten, sondern sie will uns eine neue Identität geben, ein neues Ich geben, das der Heilige Geist, der Geist Christi in uns hervorbringt. Nachfolge will das Bild Gottes, das Bild Jesu Christi in den Jüngern wiederherstellen. Und das geschieht zunehmend, das ist ein Wachstumsprozess, der ein ganzes Leben hindurch dauert, ein zunehmender Prozess der Christusähnlichkeit als Konsequenz aus Buße. Als Konsequenz aus der Umkehr von allen alten Lebenswegen, von dem Weg der Autonomie, der Selbstbehauptung und Selbstbestimmung gegenüber Gott. Nachfolge ist praktizierte Christusabhängigkeit und sie führt zu zunehmender Christusähnlichkeit als Konsequenz aus Buße, aus Umkehr zu Jesus. Und damit zuletzt einige praktische Gedanken auch und dann zum letzten Abschnitt unseres Textes, die Herausforderung der Jüngerschaft. Die Herausforderung der Jüngerschaft mit Jesus ein Kreuz tragen. Erst jetzt sozusagen, wenn wir verstanden haben, Jünger sein heißt, bei Jesus zu sein. Jünger sein heißt, dass Jesus uns verändert, indem er uns hinterfragt, indem er uns bloßstellt, indem er uns zeigt, wer wir in uns tief drin eigentlich sind und wie er uns verwandeln möchte durch sein Kreuz. Erst dann heißt es, dass
alle Jünger ihr Kreuz auf sich nehmen sollen und Jesus nachfolgen müssen. Jesus nachahmen, das heißt nicht ihn zu kopieren. Jesus hat sein eigenes Kreuz, nämlich unsere Sündenschuld. Aber es heißt, diesem Muster, das Jesus uns gegeben hat, nachleben. Es heißt, mit der gleichen Denkweise, mit der gleichen Lebensweise leben, mit der Jesus gelebt hat. Nämlich nicht auf dem Weg auf der Siegerstraße, sondern auf dem Weg ans Kreuz. Und der Weg ans Kreuz ist auch der Weg in die Auferstehung der Toten. Und in dieser Beziehung mit Jesus wird er, der unser Erlöser ist, dann auch zu unserem Vorbild. Er wird auch zu unserem Vorbild. Und Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge ganz zu Recht betont, dass es gerade die teure Gnade des Kreuzes Christi ist, die unsere Nachfolge verlangt. Gerade weil Jesus so einen hohen Preis bezahlt hat, verlangt er von seinen Jüngern, dass sie ihm nachfolgen. Wer sein Leben in der Nachfolge verliert, schreibt Bonhoeffer, im Kreuz tragen, der wird es in der Nachfolge selbst, nämlich in der Kreuzesgemeinschaft mit Jesus Christus, wiederfinden. Und er wird es in der Kreuzesgemeinschaft mit Jesus Christus wiederfinden. Und so hat auch Luther das Leiden als ein Merkmal der Kirche bezeichnet. Als ein Merkmal einer echten Kirche ist, dass sie leidet um ihres Bekenntnisses willen. Und wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen, unser Kreuz tragen, dann bedeutet das nicht, wie es manchmal dargestellt wird, so eine Art fromme Selbstkasteiung oder fromme Weltflucht, eigentlich nur noch als ein Haufen super frommer unter sich leben. Nein, man könnte die Verse wie folgt paraphrasieren. Wenn jemand mir, sagt Jesus, auf eine andauernde Art und Weise nachfolgen will, soll er sich mir mit seiner ganzen Selbstbezogenheit, in Abhängigkeit von mir hingeben. Als ein durch mein Kreuz begnadigter Sünder soll er ein aufopferndes Leben führen und mir beständig in ein wahres Leben folgen. Also bei dem Kreuz tragen, da geht es nicht etwa um die Verleugnung des Lebens oder um die Verleugnung der Liebe Gottes zu uns. Nein, es geht gerade darum, um ein neues Leben. Es geht um ein neues Leben. Bonhoeffer versteht unter diesem Satzteil, verleugne dich selbst. Er versteht darunter, dass wir von uns selbst wegsehen, dass wir allein auf Christus blicken. Weil er uns führt, sollen wir so nah sein, sollen wir ihm nah sein. Ihm nah sein und seine Person, sein Werk, sein Kreuz ansehen und unser eigenes Kreuz vergessen lernen. Aber zugleich bedeutet Jüngerschaft eben auch die Anerkennung der Liebe Gottes. Damit beginnt es ja. Ich kann mein Kreuz nur tragen, weil Christus sein Kreuz getragen hat, weil Christus meine Schuld bezahlt hat an seinem Kreuz. Nach sich selbst verleugnen heißt nicht, uns selbst zu kasteien, zu denken, dass Gott uns hasst. Nein, das tut er nicht. Es heißt anzuerkennen, dass Gott uns liebt, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn hingegeben hat aus Liebe zu uns. Also Jüngerschaft läuft nicht auf die Bejahung des Todes hinaus, sondern auf eine göttliche Wertschätzung des Lebens. Auf eine göttliche Wertschätzung des Lebens in der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Und damit zuletzt einige bleibende oder sich verändernde Aspekte der Nachfolge auch im 21. Jahrhundert. Und ich denke, wir können sagen, dass vieles an Nachfolge heute im 21. Jahrhundert immer noch genauso ist, wie es in den Jahrhunderten zuvor war. Gott sei Dank können wir immer noch Gemeinschaft mit Jesus Christus haben. Wir finden Jesus Christus, wir haben Jesus Christus, wir hören ihn, wenn wir auf sein Wort hören, wenn wir die Heilige Schrift, die Gottes Wort ist, aufschlagen, wenn wir sie unter Gebet lesen, in der Erwartung, Christus zu begegnen, in der Erwartung, dass Christus handelt und redet in seinem Wort.
Wir finden die Gemeinschaft mit Jesus auch im Gebet. Im Gebet, diesem Instrument, diesem Mittel, das Gott uns gegeben hat, um immer mehr an das Bild Christi verändert zu werden. Und wir finden sie besonders auch im Gottesdienst, im Hören auf sein Wort, wenn Gottes Wort auf rechte, auf treue Weise verkündigt und gepredigt wird. Also es gibt viele Aspekte der Nachfolge, die im 21. Jahrhundert immer noch genauso sind wie in all den Jahrhunderten zuvor, die sich nicht verändert haben. Das Wesentliche der Nachfolge ist noch immer bei Jesus zu sein, an seinen Lippen zu hängen, über seine Worte, über sein Handeln zu reflektieren und nachzudenken. Und das führt dann zu einem kontinuierlichen Bemühen und Ringen darum, immer mehr in sein Bild verwandelt zu werden, immer mehr ihm gleich zu sein, der uns mit seinem Blut erkauft hat und in seiner Auferstehung gerechtfertigt hat. Aber es gibt auch Aspekte, die sich verändern, von denen auch wir als Christen hinterfragt werden, eben gerade Dinge, in denen wir lernen müssen, umzugehen, wo wir vielleicht manchmal auch als Christen als praktische Atheisten leben. Ich nenne nur mal das Thema, das zum Beispiel der Umgang mit dem Handy, der Umgang mit sozialen Medien, Pornografie und andere Dinge. Wir als im 21. Jahrhundert leben wir zunehmend in einer Welt, die von Autonomie bestimmt wird, die von dem Verlangen nach Selbstverwirklichung bestimmt wird. Und wir als Christen sollten nicht darauf antworten, indem wir rufen zurück zu einer Welt, die von Traditionen und Gesetzmäßigkeiten und gesellschaftlichen Maßgaben bestimmt war, sondern wir sollten die Menschen führen in eine Welt, die von echten Beziehungen bestimmt ist. Denn all diese ganzen Verheißungen, die unsere Gesellschaft macht, als diese ganzen Verheißungen, die diese selbstbestimmte Welt macht, dass wir glücklich werden, wenn wir nur tun, was wir selber wollen, wenn wir uns nur selbst verwirklichen, all diese Verheißungen, am Ende gehen sie doch nicht in Erfüllung. Menschen werden nicht glücklich, wenn sie sich nur selbst genügend verwirklicht haben und tun, was sie wollen. Nein, wirklich glücklich macht uns, wenn wir in eine echte, lebendige Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus kommen. Ich denke, dass das etwas ist, was wir als Gemeinde, als Christen viel mehr den Menschen sagen müssen. Wir wollen sie nicht zurückrufen in eine Welt, die von Traditionen und Gesetzlichkeiten bestimmt war, von christlichen Gesetzlichkeiten, sondern wir wollen sie in eine echte Beziehung mit ihrem Schöpfer rufen, der sie geschaffen hat in seinem Ebenbild, von dem sie abgefallen sind und der seinen Sohn gesandt hat, um ihnen zu zeigen, wie sie eigentlich sein sollten. Wie es ein englischer, amerikanischer Theologe gesagt hat, in Jesus Christus wurde Gott Mensch, also lasst auch uns Gott folgen, lasst uns Gott nachahmen und Menschen werden, Menschen sein, Menschen, wie Gott sie sich eigentlich gedacht hat. Gott ist Mensch geworden, also gilt auch für uns, die wir Gott nachahmen sollen, sei Mensch, so wie Gott sie sich eigentlich gedacht hat. Und zuletzt 4 Punkte: Wenn du wie Jesus sein willst, dann denke anhand der Schrift und anhand der Sakramente viel darüber nach, wer Jesus eigentlich ist, was er getan hat. Wenn wir wie Jesus sein wollen, dann lasst uns beten mit einem Blick besonders auf die Merkmale eines Christen, auf die Merkmale der Kirche und auch auf die Gnadenmittel, die Gott uns gegeben hat. Auf die Mittel, die er uns gegeben hat, um uns zu verändern, um uns zu neuen Menschen zu machen. Um uns von dem Petrus aus Markus 8 zu dem Petrus aus Johannes 21 zu machen. Wenn wir sein wollen wie Jesus, dann lasst uns viel Zeit verbringen mit anderen, die sein wollen wie Jesus. Und zuletzt, jemand hat treffend gesagt, gesegnet sind, die niemals aufhören, immer wieder zu beginnen. Gesegnet sind, die niemals aufhören, zu beginnen, Jesus nachzufolgen und nachzuahmen. Wir müssen immer wieder neu beginnen. Ich kenne das zum Beispiel aus dem Thema Familienandacht bei uns in der Familie, dass wir immer wieder versuchen, eine Andachtspraxis
Bibel lesen, zusammen singen, Psalm singen oder so, zu etablieren, und dann schaffen wir das eine Woche, und dann in der zweiten Woche fängt es schon an zu bröckeln, und dann nach 3-4 Wochen müssen wir feststellen, dass wir in unserem Rhythmus wieder rausgefallen sind und müssen uns aufraffen, wieder neu zu beginnen. Also gesegnet sind die, niemals aufhören zu beginnen, Jesus nachzuahmen.